Und damit herzlich willkommen zurück in X-Plane 11. Servus beieinander. Ich bin's, der Lederhosen-Charlie. Mein Rechner war kaputt. Das Mainboard ist nach 5 Monaten draufgegangen, inklusive Wasserkühlung im Arsch. Danke an MIFCOM hier in München, die haben mir das Ding wieder repariert. Richtig nice. Jetzt kann ich wieder fliegen. Und ja, let's go. Wir sind im Korfu stationiert aktuell. Und zwar sind wir hier auf dem Apron. Und fliegen heute nach Thessaloniki. Von daher würde ich sagen, let's go. Start mal den Flieger. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo meine ganzen Tasten sind. So. Warte mal, ich brauche die APU. Übrigens mit BSS Soundpack, die neueste Variante, Version von 5. Mai. Anscheinend haben sie irgendwas neu gemacht, was auch immer. Und da werden wir mal gucken, wie sich das Ding anhört. Ach ja, okay. Ich habe richtig Bock jetzt wieder auf Fliegen. Schön, dass ihr alle dabei seid. Ich schau mal kurz in den Chat oder hier überhaupt in den Stream rein, wer denn alles schon so am Stissel ist. 9 Viewers, holy moly. Ja, sehr schön. Schön, dass so ein paar Leute dabei sind. Alles klar. Let's go. Okay, na, Flights gehen an. Dann haben wir unsere Seatbelts und No Smoking Signs gehen an. Doomlicht schalte ich ein. Emergency Lights armig. Okay. Eine Woche nicht fliege, sind wir gleich direkt wieder ein bisschen draußen. Okay. Das schaut alles ganz gut aus. Habe ich eigentlich einen V-Sync an? Ja. Okay. Hä? Was ist denn hier los? Was ist denn das hier für ein Klickspot? Hey, ich hänge in dem hier fest. What? Okay, mal kurz die Sicht wechseln. Ach geil, ich hänge mit meinem Scrollrad an der Taste fest. So, ich kann gar keine andere Taste mehr klicken. Was ist denn das für ein Fail? Wie geil ist das denn gerade? What? Kapiere ich nicht. Hä? Was ist denn das jetzt für ein Scheiß? Schau mal. Ich kann nur noch. Hä? Ich kann nur noch diese Taste drücken. Egal wo ich hinklicke, er macht ständig diese fucking Seatbelts. Was geht denn? Wie komme ich hier wieder raus? Hä? Okay, ich lade den Flieger gleich mal neu. Das ist ja ein Witz. Was ist denn das für eine Scheiße? Ich habe die neueste Version runtergeladen vom Flight Factor heute noch. Aber da haben wir ja schon wieder den ersten Bug gefunden in diesem Flugzeug.
Und zwar hat er mich, das habe ich des Öfteren jetzt schon gehabt, dass er mich jedes Mal entweder gar nichts klicken lässt oder irgendwie so, wie in dem Fall jetzt diesen einen Schalter. Der lädt jetzt gerade den Airbus neu. Was für ein Quatsch ist das denn jetzt gerade gewesen, bitte? Das gibt's ja nicht. Da hat irgendwas mit dem Klickspot nicht gepasst. Keine Ahnung, ey. Das hab ich auch noch nie erlebt. Hattet ihr das schon mal bei dem Flugzeug? Okay. Müssen wir halt wieder neu starten. Aber das haben wir gleich. Okay, jetzt bin ich aber gespannt. Ob es jetzt wieder so komisch hängt. Oh ja, wir waren schon hier oben. Okay. Jo, prinzipiell sind wir jetzt genauso weit wie vorher. Dann gucken wir noch mal. Jetzt geht's. Da holen wir jetzt noch mal zwei Stairs. Cargo geht alles auf. Was habe ich denn an Packs geplant? Lass noch mal schnell in Simbrief rüberjumpen. Ich schau mal schnell. Packs sind geplant heute dabei. 100 und 2 Tonnen Cargo. Also gut, dann geben wir mal 2000 ein. Alles nach vorne, okay. Ja, dann let's go. Ladies and gentlemen, good evening and welcome aboard. Please don't forget to have your luggage on the other side of the seat in front of you. Customer service of the emergency exit, please to all the hand luggage and coats on our compartment. Thank you. Meine Damen und Herren, wir bitten auch ein wenig Geduld, bis der zweite Passagier, was eingetroffen ist. Vielen Dank, ladies and gentlemen, for patient, we wait for a second passenger bus. Thank you. Okay, und was haben wir Fuel heute geplant? 5,2. Wo? 5,5 Sets und remove, remove. So, sehr gut. Das ergibt einen Trim von ab 0,7. Klar, jetzt kann man ja gleich mal schauen. Navigraph. Ups. Cloud. Oh, jetzt kommt das wieder. Ist auch so ein Kack. Das ist dieses Google-Zustimm-Zeug hier. Kommt einfach nicht. Das heißt, man hängt ständig in diesem Browser. Was war es gleich wieder? Ich muss mir schnell die Homepage holen. Navigraph Cloud. Hier ich mir das und zack. Na komm. So. Da sind wir nämlich schon. Bin mal gespannt, ob das mit dem Sim-Link geht. Ne, geht irgendwie nicht. What the fuck? Muss ich das anmachen oder was? Navigraph Sim-Link. Muss ich da draufklicken oder was? Ach, ich Horst, das hätte ich vor dem Xplay machen sollen. Ah, ich hab's nicht installiert. Okay, alles klar. Dann fliegen wir diesmal. Okay, my bad. Dann fliegen wir diesmal halt ohne Simlink-Anzeige hier, auch egal. Wir sind in LGKR für Corfu. Und dann sind wir hier erstmal soweit bedient. Bla bla bla. Okay. Dann schauen wir uns doch mal. Ups. Sorry, da werde ich heute noch ein paar Mal raustappen aus Versehen. Na, oh, hier war es schon. So.
Ich hab sogar vergessen, die 1805 aufzuspielen, aber er hat sie diesmal behalten. Am letzten Mal hat er es nicht. Okay. LGKR. LGTS. Light Level ist 230 und Cost Index ist 30. Okay. Wasting a line IRS. Light Plan Departure ist heute von der 17 über die Epsilon NN1B. Okay. Nach NN, dann geht's weiter. Lopos. Ups, Lupus G12, stimmt das? Lupus ist bei mir die M600. Not allowed, okay. Ich kann das natürlich auch nicht clearen jetzt. Aber egal. Ist drin. Ah ja. Fuck. Lopus. Okay, das schaut gut aus. Lopus, ja, passt. Und von Lopus Lopo 1N auf die 10L. Arrival ist die. Ups, wir waren ja schon ganz um 10L. Auf die Lupo 1N haben wir gesagt. Na. Sieht gut aus. Ja, Mann. Sehr schön, sehr schön. Ups. Das verbindet er dann gleich. Ja, das schaut sehr, sehr gut aus. Sehr gut. Jawohl. Dann würde ich sagen, wir starten. Quatsch, wir machen mal ganz kurz Init Page 2 fertig. So. Perf Dada ist hier. Da sagen wir mal. So, jetzt haben wir das hier sicherlich auch schön verbunden. Naja, sieht man hier auch schon. Schön. Okay. Okay, dann haben wir eigentlich das alles gemacht. Fuel und so ist gesettet. Dann würde ich sagen, Flaps 1 und Flex 50. Genau. Und trimmen wir ab 07, oder? Trimmen wir. Genau. Falsch. Ab 07. So. Dadurch bekommen wir V2, V-Rotate und V1. Sehr gut. Okay. That's it so far. Let's have a look. Wie machen wir das jetzt mit Meta? Pass mal auf, wir holen uns mal hier ganz kurz die Meta. LKR. Kommt da gleich? Ah ja, komm, dann ziehe ich wieder in den Kollegen hier rein.
Einen Moment, das muss ich mir auch schnell über meinen Browser mitteilen. Bim, bim, bim. Gott, Mann, wo ist es denn? Einen Moment. Trying to get the accurate meter for Kwafu. Meter Kwafu. Du, 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 du. Wo ist es denn jetzt? Gibt's ja gar nicht. Da haben wir's. Und zwar. Very good. Okay, jetzt schauen wir uns noch unsere erste Höhe an. Dazu checken wir ganz kurz die Epsilon N. War es nicht so? Nee, wo ist diese? Da ist sie. Epsilon. Ah, Quatsch. Epsilon N11. Da haben wir schon die Charts. So, jetzt schauen wir hier noch mal kurz drauf. Okay. 1F. 1B hier. Bidim, bidim. Maximal 230. Okay. Ups. Sorry. 5500. Zu dem Punkt. Ja, M600 ist auch die Straße, die Luftstraße. Komischerweise hatte das jetzt gerade nicht. Vielleicht Level 80 hier. Ach, okay, alles klar. Schauen wir mal, was er hier kalkuliert, der Kollege, noch ganz kurz. Hoppala. So. Okay, klar, was geht da ab? Ja, okay, ich drehe jetzt mal gerade auf die 8000 ein. Okay. Das sollte passen. Dann würde ich sagen, ich bin da schon bei 8000, echt? Ich habe mich gerade anders angeschaut. Die 17er haben wir ja. Okay. And welcome. Also hier hinten. Okay, sehr gut. Flieger ist eigentlich soweit präpariert. Ich würde sagen, let's get the joystick und dann schmeißen wir das Ding an und starten. Can't wait for it. Nice. Okay. IPU goes on. Hm.
Waiting for the APU available. It's available. Okay. Perfect. The sound's still okay. Can you hear me still? Like, very good, because now the engines come into play and I'm making a little bit louder. Ich mache jetzt ein bisschen lauter. Okay, wenn ihr mich nicht mehr hört, einfach was sagen. Sehr gut. APU is available, external power goes off. Schauen wir mal, ob sie das entfernt haben. Weil wenn ich jetzt hier draufklicke, hat es immer vorher den, den Sound, den man gerade im Hintergrund hören, rausgeschmissen. Ich bin gespannt, ob sie es entfernt haben. Achtung. No, ist immer noch so. Direkt abgeschnitten. Schade. Okay, alles klar. APU is on. Everything seems to be okay. Very good. QNH is set. Set. So let's start the engines. What? Ah, ich habe die APU Bleed vergessen. Oh Gott, my bad. Was will er denn jetzt? Warum hat er jetzt gepiept? Ja, nee, geht schon. Okay, let's start engine number one. Der Hydraulik-Sound ist aber schon ganz schön lang jetzt am Start. Hört das so? Hört doch nicht so, oder? Ah, halt, wir haben noch was vergessen. Oh, der Flap-Sound ist im Arsch. Das ist, der geht die ganze Zeit. Was ist das für ein Hintergrundsumme die ganze Zeit? Passt das so?
Okay. Trim ab 07. Ja gut. Wing on, Taxi on, Stroke nicht on, noch nicht. Und let's go. Auf jeden Fall mal den Performance Preference Ordner mal nicht löschen von X-Plane. Ich habe 36 FPS, das ist irgendwie total für den Arsch. Approaching 1-7. Correct. On runway 1-7.
jetzt sind wir dann gleich auf Reiseflug. Das heißt, machen wir das X-Plane ein bisschen leiser. Ich habe unglaublich schlechte FPS, muss ich sagen. Komischerweise. Ich weiß gar nicht warum. Ich habe ein neues Mainboard drin. Aber das Komische ist, mein i5, der taktet nicht mehr im Boost-Modus über 3,78 GHz. Der bleibt immer auf 3,78. Früher war er teilweise 4,2 oben. Jetzt geht er nicht mehr über 3,7 rüber. Keine Ahnung, warum das so ist. Warum klockt der nur auf 3,8 hoch? Maximal statt 3,6. Verstehe ich nicht. Mal gucken, wo man irgendwie, keine Ahnung, den maximalen Takt vom Boost einstellt. Der stimmt nämlich nicht. Da steht 4,2. Keine Ahnung, der stimmt da gerade noch nicht.
Hey, der Benny, servus, Mann. Ja, geilen Urlaub gehabt, auf jeden Fall. Ich hab meinen Rechner aber im Arsch, Mann. Warte mal. So. Ich mach mal ein bisschen leiser. Mein PC war tatsächlich defekt. Und das Problem war, dass die Wasserkühlerpumpe kaputt gegangen ist. Und thanks for the hind with the ground spoilers, just forgot that, thanks man. Die Wasserkühlungspumpe war defekt und dann ging mein Mainboard nicht mehr und mein Mainboard ist deswegen kaputt gegangen sozusagen, irgendwie. Und ja, der Claudio, servus Claudio, Mann. Und das Ding war halt, dass eben dann mein Rechner nicht mehr ging Anfang letzter Woche und ich das Ding einschicken musste oder vorbeibringen muss und beim Händler vorbeibringen muss und die haben es mir ausgetauscht. Jetzt habe ich ein neues Mainboard, dann gleich alles sonst gleich und halt eine neue Wasserkühlung. Das Problem ist nur, ich habe jetzt nur noch 30 FPS, maximal 40 im X-Plane. Ich weiß nicht, was da los ist. Da muss im BIOS noch irgendwas umgestellt sein. Meine CPU, die taktet nicht mehr höher wie 3,8 GHz, obwohl der Turbo-Modus schon an ist im BIOS, aber er taktet irgendwie nicht höher von automatisch. Und vorher lief halt immer auf 4,2 automatisch und jetzt macht es eben nicht mehr. Jetzt muss ich erstmal mich reinfuchsen, wo im BIOS da die Einstellungen sind, dass der wieder auf 4,2 hochgeht. Ich meine, der Rechner, die CPU ist jetzt nicht heiß gelaufen, dadurch, dass die Wasserkühlung ausgefallen ist, weil das ehrlich gesagt nicht während dem Spielen war, sondern ich habe meinen Rechner ausgemacht, lief alles super und dann ging halt einfach nicht mehr an. Und dann war halt eben das Mainboard im Arsch und die Wasserkühlerpumpe. Ja, keine Ahnung, das so viel dazu. Und jetzt habe ich ihn heute wieder abgeholt und jetzt läuft er wieder und sonst läuft auch alles super. Keine Probleme, außer eben irgendwie das schlechte FPS hat. Vielleicht müsste ich auch einfach mal den Preference-Folder löschen. Ich habe gerade 28, dann habe ich wieder 41, keine Ahnung. Ich glaube, ich muss vielleicht auch echt mal den Preference-Folder löschen, weil mich hat X-Plane gefragt, was ist der Sound gerade nervig, oder? Geht euch das auch so? Das hört sich gerade richtig scheiße an. Das ist das neue BSS-Update für den blöden Flight Factor Bus. Das hört sich irgendwie ziemlich hell und grell an alles. Naja. Auf jeden Fall, ja, muss ich mal mein BIOS nochmal angucken und mein Preference Automation, weil aktuell bin ich ziemlich lahm unterwegs, was das betrifft. Rumko, servus, du kannst auch auf Deutsch sprechen, otherwise you talk in English, no problem, man. Yo, Claudio, wie geht's dir, Mann? Du hast auch gestreamt, habe ich gesehen. Sehr cool. Ich habe ihn schon halb gesehen im Stream, werde ich mir noch zu Ende anschauen, die Tage. Yo. Genau. Jetzt gucken wir mal, was hier los ist. Ich kann schon gar nicht mehr fliegen irgendwie. So. Enter Destination Data. Yep. Will ich nicht hier? Will ich nicht da, sondern hier. So. Schau mal den Sound an. Merkst du das? Wenn ich mach mal lauter. Gib doch mal den Soundunterschied. Das ist das neue BSS Update für den Bus. Halt euch das an. Gerade. Soll das Wind sein oder was ist das, was da so hart reinrauscht? Ja, ätzend. Also die Version vom Soundtrack ist echt schlecht. Ich habe übrigens auch den Flight Factor Bus geupgradet. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Performance deswegen so schlecht ist. Keine Ahnung, Mann. Ich muss ganz kurz Metadaten nachgucken. Irgendwie ist das alles zu hell hier, oder? Super
Beweis hier. Ja, im Cockpit ist es jetzt zu dunkel. What the fuck? Keine Ahnung. Das ist gerade irgendwie stressige Mittagssonne, kann das sein? Genug Autos geguckt. Thiago Pinto, nice. Ja, man, that's auto for speed. Thanks, man. Okay, hier müssen wir runter. Ja. Verrücktes Labyrinth wird hier schon wieder gespielt. Das denn schon wieder für ein Schrott? Lass mal direkt Lada gehen. Ja, das bringt jetzt wirklich zu hoch. Okay. Ich muss ja den coolen Edge raussuchen, Moment mal. Der coolen Edge vor Ort ist... Wo haben wir denn den? Steht der hier nirgends? Doch, da sind sie. So. Jetzt
10, 10. Dann haben wir 17 Grad. Und Various aus mit 3 Knoten. 17 Grad ist super kalt für dich, was ist da los? More drag, yes sir, that's my vision. Was soll ich über 4500 sein? More drag geht leider nicht. Mach mal eh schon einen Sturz durch. Junge, was ist hier denn? Alter, geil, Gewitter, wie cool ist das denn jetzt gerade? Warum? Jo, mitten ins Gewitter rein, cool. Ja Mann, Gewitter, ey, ole ole, super. Herr Claudio. Ich werde mir jetzt hier schnell selber dann Vektoren geben. Das ist mir hier zu twisty path-mäßig. Ich check's gerade nicht, ich komme gerade nicht dahinter. Warum er mir das hier nicht verbindet? Na, wir kommen schon noch ganz gut runter. Ich glaube, das ist ganz normal. Ich weiß es nicht. Die GTS. Ja, einmal die Chartsplitter und dann auf den ersten, nicht auf den Approach. Warte mal. Was ist denn hier die 10? Warum? Gibt's denn den Tesla da nicht hier keine 10? Ist der Dual Approach hier auf die 10? Naja, Tatsache, ist der Dual Approach oder ist die 10? Da, ist doch meiner. Ja, ich fliege mit der Hand aus, gut. Trotz Gewitter kommt. Fliege ich mit der Hand. Wow. Geht's richtig ab. Ah, den Scheibenwischer-Sound haben sie geändert. Der war ja schrecklich. Sehr gut. Oh yeah. Ach komm, ich bin schon unter 10.000, ich glaube dann hier auch noch an, gut, wie auch immer. Alles ein bisschen wild heute, erster Stream wieder, sorry Leute. Geht schon Richtung Landung. Boah, krass. Über 4,5 soll das schon sein und 35 Knoten langsam. Deswegen bremst er jetzt schon.
Okay. Wir bremsen hier voll runter. Der Wechselspeed. Check flaps 1. Krass. Echt ein hartes Gewitter hier, du. So, jetzt haben wir hier mal George Dave. Ja. Ja, eigentlich passen jetzt. Ich komme eigentlich ganz gut runter. Über 4,5, 130 Knoten, passt alles. Sehr gut, sehr gut. Genau, wir sind schon immer Coach-Modus, weil wir die Klappen ausgefahren haben. So, jetzt gehen wir weiter runter im Speed. Wir kommen richtig schön rein, hier ist fast schon. Wann ist es überhaupt 3000? Ich hab gar nicht geguckt. Ich glaube 3000 waren es, oder? Das kann man nicht so sagen. 4,6 ist klar, wegen der Restriction. Und dann sollte es eigentlich gehen. Schauen wir doch mal. So, Speed Check, Lap 2. Speed Break. Und rein. Ja, den kommt jetzt voll, okay. Wir drehen bei. Final Approach, Speed. Passt alles, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Was ist der Anschluss? Wie ist der genau? Okay. Ich das Check hier dann. Wir können down und das Medium. Was für ein Anflug, Freunde der Sonne, ey. Das ist der Platz. Ah, jetzt sieht man leicht was. Thank you.
1000. Flaps. Flaps. Yeah, yeah, flaps go. So. Yeah, nice. So. Sind wir gleich bei den 600? Approaching. 1, 6. Ja, wir nehmen jetzt die 1, 6. Wir sind es genau vor uns. 17 Mann in die Mitte. So. Long landing, 5,000 feet remaining. Jawohl, willkommen in Hard Landing. Ja klar, war die Hard 310. Ganz ehrlich, es ist auch ein hartes Gewitter hier am Stissigard gewesen, bevor sich das Ding runtergebracht hat. So, willkommen in Thessaloniki, meine Freunde. Nochmal ein erster Teststream im neuen Motherboard. Ich muss da noch was umstellen. Da klatscht der Claudio, danke dir Claudio. Ich denke, wir werden hier gleich auf dem Apron parken und einen Bucht, wollte ich schon fast sagen, einen Parkplatz und einen Stand quasi zugewiesen bekommen. Und so wie ich dieses Ding hier kenne. Wird es neben unserem Again Bruder hier drüben sein. Genau auf der 10. Willkommen in Thessaloniki. Das Wetter ist leider nicht gut.
Aber können wir jetzt auch nichts machen. Wir sind lebendig runtergekommen. Hallo, Marshalla. Servus. Wo sind deine Arme hin? Ja, ist klar. Wie auch immer, Park Brake sets APU on. Und herzlich willkommen nochmal in Thessaloniki. Und ja. Ich glaube, ich sag schon mal langsam Servus. Es war wirklich nur ein kleiner Teststream heute. Ich habe ein neues System, es läuft noch nicht so, wie ich das will. Dementsprechend bin ich auch schon wieder raus heute. Es war mir eine Freude mit euch zu fliegen. Schön, dass alle dabei waren. Danke an alle, die an Bord waren. Und ja, hoffentlich bis bald. Macht's es gut. Ciao. Ciao, Claudio. Vierten. Macht's es gut. Ciao. Viert euch.